Ist das eigentlich gut, was ich schreibe? Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und diese Frage stellen mir viele Autorinnen und Autoren, wenn ich zum ersten Mal mit ihnen spreche und es um die Frage einer Schreibbegleitung geht. Sie zweifeln daran, ob es gut ist, wie sie schreiben, und klar, an erster Stelle kann man mal sagen, die Frage, ist das gut, wie du schreibst, ist schwierig zu beantworten, denn gut schreiben ist natürlich erstmal Geschmacksfrage in gewissem Sinn. Nicht jedem gefällt das Gleiche und wir alle finden unterschiedliche Arten von Texten gut. Des Weiteren gibt es keine ganz festen Schreibregeln, die du beachten kannst und dann ist klar, ob etwas gut oder nicht gut ist. Feste Schreibregeln würden an der Sache sogar eher vorbeigehen. Die Frage, ob du gut schreibst oder nicht, ist super komplex und deswegen möchte ich sie auf ganz besondere Art und Weise beantworten. Ich habe dir, lass mich mal gucken, 4 Punkte mitgebracht, was gut schreiben bedeuten kann, und so kannst du für dich abklären, was gut schreiben für dich heißt und ob du dein Schreiben gut genug findest oder woran du arbeiten möchtest. Punkt 1. Gut schreiben heißt publikumsgerecht schreiben. Überleg dir, für wen du schreibst, wer deine Zielgruppe ist. Und je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, gestaltest du deine Texte. Das heißt, wenn du einen Jugendroman schreibst, ist das natürlich ein anderer Stil, in dem du schreiben solltest, wie wenn du einen Liebesroman für Erwachsene schreibst. Zum Beispiel. Ja, oder wenn du einen Blog für eine ganz bestimmte Zielgruppe schreibst, solltest du in deiner Ausdrucksweise, in deinem Satzbau, in dem Aufbau der Texte darauf achten, wer die Texte später liest. Gut schreiben heißt also stimmig, passend für deine Zielgruppe schreiben. Wenn dir nicht klar ist, wer eigentlich deine Zielgruppe ist, für wen du eigentlich schreibst, ist das der erste Schritt, den du dir überlegen solltest. Punkt 2. Gut schreiben heißt im literarischen Sinn gut schreiben. Was heißt im literarischen Sinn? Da gibt es das schöne Wort Literarizität. Das klingt so ein bisschen hochgestochen. Und das hat mit dem Wie des Schreibens zu tun. Das heißt, es geht hier nicht allein um das Thema, es geht hier nicht so sehr um das Was der Texte, sondern vor allem darum, wie die Texte rübergebracht werden. Das hat mit rhetorischen Mitteln zu tun, das hat mit bildhafter Sprache zu tun, das hat mit der Semantik zu tun, mit der Syntax, das heißt mit der Auswahl der Ausdrucksweise und mit dem Satzbau und mit vielem mehr. Gut schreiben im literarischen Sinn bedeutet immer, irgendwas Neues mit Sprache zu machen und vor allem etwas Stimmiges. Das heißt etwas, wo du das Wie mit dem Was verbindest, wo deine Sprache das, was du mit ihr ausdrücken möchtest, besonders betont, besonders gut rüberbringt und allein durch die Sprache, durch die Erzählweise eine ganz besondere Wirkung entsteht. Gut schreiben hängt auch davon ab, welcher Schreibtyp du bist. Das heißt, was ist deine Art und Weise, gut zu schreiben? Welcher Autor möchtest du eigentlich sein? Siehst du dich eher im Bereich der Genre-Literatur oder siehst du dich im Bereich der E-Literatur? Möchtest du Sprache neu erfinden in deinem Schreiben oder ganz fantastische, bezaubernde Gedichte schreiben? Das heißt, gut schreiben heißt so schreiben, wie es zu dir passt. Und ein vierter Punkt, was gut schreiben bedeuten kann, gut schreiben im stilistischen Sinn. Das heißt, eigne dir einen guten Stil an, bedeutet, du setzt dich damit auseinander, was guter Schreibstil heißen kann. Und auch da gibt es nicht den einen richtigen Stil. Das heißt, du schreibst nicht immer auf die gleiche Art und Weise, sondern ich sehe das eher wie so ein Werkzeugkasten. In dem sind verschiedene Werkzeuge vorhanden, verschiedene Möglichkeiten, was du mit Sprache machen kannst und auf welche Art und Weise du schreiben kannst. Und wenn du versiert bist, wenn du richtig gut darin bist, dann kannst du die verschiedenen Werkzeuge nutzen, und zwar
je nachdem, wann du welches Werkzeug brauchst und benötigst. Das würde gut schreiben im stilistischen Sinn bedeuten. Die vier Punkte nochmal zusammengefasst. Was bedeutet gut schreiben? Gut schreiben bedeutet für deine Zielgruppe schreiben, das heißt publikumsgerecht schreiben, so wie es für deine Leser, wie es zu deinen Lesern passt. Gut schreiben kann auch gut schreiben im literarischen Sinn bedeuten. Das heißt, du achtest vor allem auf das Wie deiner Schreibweise, deines Textes, auf eine besondere Erzählweise. Gut schreiben kann drittens bedeuten, so zu schreiben, wie es zu dir passt. Das heißt, auf die Art und Weise zu schreiben, wie dein Selbstverständnis, dein Selbstbild als Autor ist. Und vierter Punkt, gut schreiben kann auch bedeuten, im stilistischen Sinn gut schreiben, das heißt, über den gesamten Werkzeugkoffer verfügen, über das gesamte Handwerkszeug guten Schreibens verfügen. Jetzt hast du eine Idee davon, was gut schreiben bedeuten kann. Also keine festen Regeln, keine festen Strukturen, sondern hat sehr viel damit zu tun, was du eigentlich schreiben möchtest, wie du dich als Autor, als Autorin siehst. Was machst du jetzt damit? Wie lernst du das? Wie kannst du das umsetzen? Denn es geht ja weniger darum, zu wissen, was gut schreiben heißt, und vielmehr darum, dein Schreiben voranzubringen und gut schreiben zu lernen. Wichtiger Punkt, der Austausch mit anderen. Vernetz dich mit anderen, nimm an Schreibseminaren teil, such dir eine Schreibgruppe mit anderen Autorinnen und Autoren und komm so ins Reden, tauscht eure Texte aus, gebt euch ein Feedback, was ist gut gelungen, was ist nicht so gut gelungen, was spricht euch besonders an und macht euch Verbesserungsvorschläge, wie ihr euch und eure Texte weiterentwickeln könnt. Ganz wichtig auch, Theorie und Praxis miteinander verknüpfen. Eigne dir bestimmte Schreibratgeber an, in denen du dir ein bisschen Theorie aneignest, in denen du schaust, was guter Stil bedeuten kann, welche Schreibmethoden es gibt, welche Plotstrukturen und ähnliches, und verknüpf das immer mit deinem Schreiben, mit deiner Schreibpraxis. Das heißt, lieber nicht erstmal 2 Wochen lesen und dann versuchen, alles umzusetzen, sondern Theorie und Praxis immer wieder miteinander verknüpfen, das heißt ein bisschen was lesen, es ausprobieren, wieder ein bisschen was nachlesen und ähnliches. Dritter Punkt, der mit dem zusammenhängt, Übung macht den Meister, ganz wichtig. Versuche auch unabhängig von irgendwelchen theoretischen Einwürfen kontinuierlich zu schreiben, am besten jeden Tag, so wird das Gutschreiben zur alltäglichen Praxis, zur Realität. Du hast diesen Schreibfluss, du etablierst diesen Schreibfluss, mit dessen Hilfe du dein Schreiben dann Schritt für Schritt voranbringen kannst, um nicht nur gut zu schreiben, sondern einfach immer besser, Tag für Tag ein Stückchen besser zu schreiben. Wenn dir diese Hinweise gefallen haben, schau auch gerne auf schreibenundleben.de vorbei, schreibenundleben.de. Dort findest du viele weitere kostenfreien Tipps und Hilfestellungen rund um dein Schreiben. Bis dahin.